Spürst du das Dribbeln? Den Moment, in dem du die knisternde Spannung quasi greifen kannst. In dem mit dir über 4200 Zuschauer den Atem anhalten, schreien, bangen, bis sich alles in einem kollektiven Jubelsturm entlädt. Es sind diese Momente, warum wir alle Basketball so lieben. Kevon Hughes, gut Teufelsbraten! Kevon Hughes und die TBB Trier schlagen die Telekom Basketball nach einem packenden Spiel mit 75:71. Mr. Killer Crossover spielte einen Tag nach seinem 27. Geburtstag ganz groß auf. Mit den letzten beiden spielentscheidenden Szenen verwandelte er quasi im Alleingang die Arena Trier in ein Tollhaus. Ein Wahnsinnsfinish nach einer tollen Mannschaftsleistung, aber der Reihe nach. Trier erwischte einen Sahnestart, legte die Anfangsnervosität schneller ab, war aggressiver und präsenter und ging so schnell mit 7:0 in Führung. Die deutschen Nationalspieler Andi Seifert und Mathis Mönninghoff von Beginn an hellwach. Es waren noch keine 3 Minuten gespielt, da nahm Bonds Coach Matthias Fischer schon die erste Auszeit. Doch auch die verpuffte im Trierer Offensivrausch. Seifert spielte seine größten Vorteile gegen McLean im Lowpost aus und Laurina Saminas lief heiß. Überragend der litauische Scharfschütze mit 9 Punkten im ersten Viertel. Selbst durch einen Foul nicht am erfolgreichen Dreier zu stoppen. Das 4-Punkt-Spiel zur ersten zweistelligen Führung, 16:6, Mitte des ersten Viertels. Die TBB wie aus einem Guss und die zwei Protagonisten hier im wunderschönen Zusammenspiel. Saminas auf Seifert. Trias Kapitän im ersten Viertel mit 6 seine insgesamt 12 Punkte. Die Bonner? Die luden Trier mit zum Teil haarsträubenden Ballverlusten quasi selbst ein. Lennars Vaikkalas mit 5 Zählern hier über die Baseline schön die Zone ausspielt mit dem Up-and-Under-Korbleger. Und Ryan Brooks war es zu verdanken, dass Trier nicht noch höher führte. Die individuelle Klasse der beiden hielt den Rückstand zumindest noch im erträglichen Bereich. Doch die Hausherren, bei denen Jermaine Buckner nach mehrwöchiger Verletzungspause sein Comeback feierte, zu Beginn die klar bessere Mannschaft, auch mit dem Glück des Tüchtigen. Jermaine Anderson sorgte mit dem Buzzerbeater für eine 23:15 Führung für die TBB Trier nach den ersten 10 Minuten. Rein ins zweite Viertel mit dem nächsten TBB-Spieler, der sich plötzlich in den Vordergrund spielte. Mein lieber Scholli, oder nee, besser, mein lieber Schmitti. Was Stefan Schmidt da aufs Parkett zauberte, war schon à la Bonheur. Der Trierer Backup-Center machte 12 Punkte im zweiten Durchgang, zeigte Biss und Kampfgeist, wurde aber auch toll in Szene gesetzt von seinen Mitspielern. Starkes Pick-and-Roll im Zusammenspiel mit Saminas. Ja, und wenn du erstmal einen Lauf hast, dann gelingen dir auch solche Aktionen. Der Dunking von Stefan Schmidt zum 31:23, Mitte des zweiten Viertels. Zum Genießen das Ganze nochmal in Zeitlupe. Doch auch die Bonner hatten ein Ass im Ärmel. Ihren Topscorer Ryan R. Brooks, der übernahm jetzt Verantwortung, hob ab, toller Alley-Oop. Die Initialzündung für die Aufholjagd der Gäste. Brooks traf auch die schweren Dinger, bei Trier ließ die Konzentration zudem etwas nach, was die Bonner gnadenlos ausnutzten. Die Gäste mit einem 12:3 Lauf plötzlich mit dem Momentum. Jamal McLean ließ es trotz Fouls krachen. Das End-One zum 30:31 aus Bonner Sicht. Die deutschen Jungs McRae und auch André Mangold trafen wichtige Dreier und 2 Minuten vor der Halbzeitpause war es dann soweit. Ryan Brooks sorgte für die erste Führung der Bonner in der Partie. Er erzielte insgesamt 21 Punkte und war damit mit Abstand bester Scorer seines Teams. Dank der ersten Punkte des ansonsten bis dahin noch glücklosen Trevon Hughes lag Trier zur Pause knapp mit 38:37 vorne. Alles offen. Bonn dann mit dem besseren Start in die zweite Hälfte. Eugene Lawrence läutete mit den einfachen Punkten nach dem Stil einen 6:0 Lauf der Gäste ein. Lawrence in der Partie mit 9 Punkten und 6 Assists. Vaikkalas legte nach für 3. Bonn mit 5 Punkten vorne. Zeit, dass der Mann des Abends das erste Mal Verantwortung übernahm. Trevon Hughes traf 2 wichtige Dreier in Folge, machte 10 seiner insgesamt 16 Punkte im dritten Viertel. Hier mit Brett rein ins Glück zum 46:45. Dann die letzte Bonner Führung. Mangold mit den schnellen Händen schickte Tony Gaffney auf die Reise. Einfaches Ding, 48:49 für Bonn. Trier antwortete mit einem 8:0 Run. Warren Ward bedankte sich für den freien Dreier. Die TBB jetzt auch bissig in der Verteidigung. Hughes mit einigen Ballgewinnen. Ein Vorbild in Sachen Einsatz und Kampfgeist.
Trier zudem dominant am Brett, allein mit 15 Offensiv-Rebounds in der Partie. Folgerichtig die TBB vor dem letzten Viertel nach dem nächsten Dreier von Samenas verdient mit 56:51 vorn. Es folgte ein dramatischer Schlussakt. Kapitel 1. Trier riss das Momentum spektakulär an sich mit starken Defensivaktionen. Hughes mit dem nächsten Steal und den einfachen Punkten. Jermaine Buckner leitete aus dem nächsten Bonner Angriff mit dem Monsterblock einen Fastbreak der TBB ein, der die Fans von den Sitzen riss. Rowan Ward machte trotz eines unsportlichen Fouls der Bonner die Punkte, erhöhte auf 63:55. Dann Seifert erneut stark im Lowpost, legte nach, zeigte wieder einmal seine Vielseitigkeit im 1 gegen 1. Trier 5 Minuten vor Schluss, so mit 8 Punkten vorne das Ding gegessen. Von wegen, denn die TBB verdaddelte plötzlich vorne einige Bälle. Seifert zulässig, leichte Beute für Ryan Brooks. Eugene Lawrence übernahm Verantwortung, gab die Initialzündung für einen 10:3-Lauf der Gäste. Ryan Brooks mit ganz viel Hangtime dann und dem End-One zum 64:67. Auszeit TBB Trier. Zeit für die Crunch-Time, Zeit für ein Herzschlagfinale. Hughes mit dem ganz schweren Ding zum 71:68. Doch Gaffney schockte die Trierer Fans, der Big Man nutzte den Platz, versenkte 85 Sekunden vor Schluss den Dreier zum Ausgleich. 71 Beine. Dann Jermaine Buckner an der Linie, nervenstark. Trier wieder mit 2 vorne. Gaffney versuchte dann zum Matchwinner zu avancieren, er zwang es aber zu sehr, bekam keinen Foulpfiff. Die TBB also mit der Chance zum entscheidenden Schlag. Der Rest ist der pure Basketballwahnsinn, das Glück des Tüchtigen, nennt es wie ihr es wollt. Hughes erst mit dem viel zu kurzen Versuch und dann mit diesem unfassbaren Wurf. Den Zirkustreffer im Zurückfallen, Wahnsinnsding zum umjubelten 75:71. Und als Krönung für seine starke Leistung in der nächsten Defensivaktion wieder Hughes hier mit den schnellen Händen, mit dem entscheidenden Stil zum Sieg. Der Mann des Abends, danach natürlich auch bei uns im Interview. I mean, we were kind of shooting ourselves in the foot all season. We have games won and ended up, you know, giving it away. We were trying to give this one away. We had about 4 turnovers in a row. So last 2 possessions, I have to like, man, at least get the ball up on the rim so Andy at least or Buck have a chance to get the rebound and try to put it back. And it just came up short, and Andy almost had it. He got knocked out of his hands, and I knew it wasn't that much time on the clock that at least we could get some more seconds off the shot if I just got the shot up. And I felt it going in as soon as I left it. I knew I had enough arc on it, and it felt good. And the steal, I was just in the right place at the right time, so I was just hungry. Während Trier tanzt, muss Bonn also einen Rückschlag im Kampf um eine gute Ausgangssituation für die Playoffs einstecken. Ryan Brooks. Yeah, well, we know, you know, the easiest way to control, you know, your destiny is just to win. So you want to win as many games as you can coming down the stretch here to finish the season. And this is one that, you know, we were excited about coming in because they got us pretty good at home. So we were looking forward to this game. But, you know, give credit to Trier. They played really well. You know, made some big shots, some tough shots, and you know, made some big buckets down the end to secure the win. Wir melden uns wieder am Montag, den 14. April ab 19.40 Uhr mit einer neuen Ausgabe von Inside, dem Magazin mit allen Highlights zur BeKo Basketball Bundesliga und einem Exklusivinterview mit Frank Buschmann zu seinem Buch mit dem für dieses Spiel sehr passenden Titel Am Ende kackt die Ente. Basketball-Bundesliga. Spürst du das Dribbeln?